Kart 2, keine Ahnung. Nee, Niklas gehört nicht zum Team, nee. 266. Wir haben heute einen Special Guest, der uns wahrscheinlich bis zum Ende der Saison erhalten bleibt und auch bis zur nächsten Saison. Und zwar, das ist der liebe Tobi. Tach. Ich bin gerade so verlegen. Dieser Marsch echte Beine. Das erste Mal vor der Kamera. Dies ist ein waschechte Bayer. Wenn der flucht, ich schwör's euch, das ist legendär. Ja. Vielleicht sogar eine Erstkurve im Rennen, wer weiß. Also wenn es dann heißt, ein Kruzifix, dann ist das kein Gewürz oder so, dann flucht er einfach nur. Go, ich will heute noch ins Bett. So, da wir jetzt alle bereit sind, können wir auch schön starten. Mal sehen, wo der Top uns heute hinbringt, hey, Freunde. Mexiko, die Stadt der Liebe. Die Stadt der Liebe. Was ist falsch mit dir heute, ey? Heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich liebe euch. Oh Gott. Ich bin Österreicher. Heute ist wieder Formel 1 Tag. Ey, wer hat wieder nicht auf den Start mit Steppo, Björn? Go. Hab ich. Oh, Tobi! Ich hab doch vorhin schon. Ja. Nein, das ist doch Patricks Job. Ja. Wo seid ihr eigentlich? Superkart? Hey, erste Karte, bin ich so ein Subti. Ja, ich bin auch bei der ersten Karte. Du bist wahrscheinlich durch, oder? Ja, durch auf alle Male. Der Paddel hat alle Karten schon. Ja. Er hat sein Deck runtergemacht und hat die epische auch schon geholt. Silas. Ja. So, kommen wir zu unserer neuen Rubrik. Nee, noch nicht. Nee, wir sind noch nicht alle bereit, deswegen gibt's noch keine neue Rubrik. Ich lache Tobi, den Job als Wettermann. Nein. Burn. Du bist Hardcore-Stratege und Wettermann. So, kommen wir zu unserer neuen Rubrik. Wettermann, sag Wetter an! Tobi, das L, nicht Tobi, Patrick. Alles trocken, habt ihr gehört? Auf die Piste, Jungs! Schon wieder! Für morgen Abend Stadtverlegen. Alter, was ist das für eine lange Gerade? Wir erwarten heute keinen Regen, es sollte trocken bleiben. Ey, irgendwas stimmt doch mit unserem Setup nicht. Servus, Kai. Also ich bin fest davon überzeugt, dass was mit unserem Wetter nicht stimmt. Übrigens, besucht Steffos Kanal, ihr könnt auch beides gleichzeitig laufen lassen, da seht ihr einen vorne, einen weiter hinten. Oder nebeneinander. Ich hab gehört, Steffo will heute ein bisschen angreifen. Ja, natürlich. Die Punkte. Heute ist das Ziel mal die Punkte. Apply water to burnt area. What? Ne, Stefan, heute bitte nicht so wie neulich abends, ne? Immer. Da haben wir nämlich beide nichts davon. Ach geh. Zumal mir ist es ja eigentlich scheißegal, weil ich drehe sowieso nach jedem Rennen schon Donuts. Oh, abgehoben. Realist. Scoreboard. Okay, los geht's. Oh, irgendjemand ist heute schon übers Gras gefahren, ich hab's gesehen. Ich weiß nicht. Weil ich auch drüber gefahren bin. Ich mag meinen 800 PS Rasenmäher. Mengenliga, Digga. Ah, Stefan hat ja nur 700. Stefan fährt ein Indie. Spielst du eigentlich ohne Bremshilfe? Ja. Leute, das ist jetzt die zweite Premiere, wo Steffo versucht, wie normale Spieler zu spielen. Hey. Also, im Training ist es bitter, hey, was die Hose wieder. Ist
Tobi, pass bloß auf in den S-Kurven, ne? Da rutscht der extrem schnell weg. Okay. Pass bloß auf. Ich pass auf. Komische Strecke, aber ich könnte mich irgendwie anfreunden. Komische Strecke. Das ist Mexiko! Das ist einfach durch den Baseballfeld gebaut worden. Die haben sich gedacht, ah, Baseball ist langweilig, bauen wir lieber Formel 1. Estadio Hermanos Rodriguez. Der Obergringo hier. Ey Björn, ist das deine beste Zeit oder ist das einfach nur eine Crap-Zeit gewesen? Das ist Leon, nicht ich. Oh. Hi. Und die Abmutzung liegt da von den Reifen. Also ich gehe mal fest davon aus, dass Patricks Strategie vielleicht doch nicht hinhaut. So überrascht, wie der gerade klingt. Das ist doch meine erste Runde jetzt. Oh, ich hab schon wieder das DRS vergessen, ey. Die verpenne ich irgendwie immer total. Nicht viel früher bremsen. Welche Kurve in Sektor 2? Also welche davon? Nach der langen Geraden. Geil, danke Rosberg! Gut gemacht, Nico! 5 Platz Grünstrafe! Geht schon wieder los. Alter. Kann doch gar nicht wahr sein. Ich krieg doch die Krise. Und zwar ey. Bei Roller. Dann. Oh, Mann, das ist so ein Wichser. Der bleibt einfach mitten auf der fährt ganz langsam auf der Ideallinie. Gell? Dann zieh ich nach links und was macht er? Er zieht nach links. Alter. Ja, das war die teaminterne Anweisung vom Toto. Sagt hier, der Ferrari, der muss weg. Nein, Ferrari. Ja gut, ich weiß halt jetzt, dass ich. Also das bestätigt halt jetzt meine Strategie schon. Also meine Strategie steht schon jetzt schon fest. Oh, da vorne fährt Steffo, ich seh's schon. Geil, wa? Oder Rasen gemäht. Ja Mann. Muss ja auch mal gemacht werden. In Mexiko macht's ja sonst keiner, gell? Ja. Oh, jetzt hast doch genug Mexikaner. Billige Arbeitskräfte. Alter, Tobi ist schneller als ich, das kann doch echt nicht sein. Das sind die Reifen, ey. Hey, Reifene, Luigi! Ah, fuck! Ciao! Ja, scheiß letzten Vektor. Du hast den Essens rausgerutscht, ne? Ja. Ja, sei vorsichtig mit dem Gas.
Das Gras hat damals auch schon nicht geholfen. eigentlich schon. Jetzt komm, ich bekomme wieder ganz viel Abkürzung. Ich finde die letzte Kurve ist auch so schlimm. Ich hatte mich mal ganz gefallen. Wo sind die scheiß Boxen einfahrt? Ich muss dich mal schicken. Rechts an der Arme. Ah, okay, alles klar. Merci. So geil. Wer ist hinter mir? Der Röggel? Der Röggel! Soll ich bremsen? Na, mach doch mal den Watt. Nee, bei mir nicht. Kommt auf der Bock? Ich. Verlassen wir uns vorbei. Ja. Bist du noch nicht mal da? Ja. Jetzt muss man aufhören, jetzt gibt's eine Runde. Dankeschön. Fahr eh langsam, also. Deswegen. Da, da, da. Da. Gesundheit. Danke. Der fährt da außen, ha? Der Schieber. Servus. Servus.
mal wissen, wie er die letzte Kurve fährt. Also ich hol da Zeit raus. Ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, wie ich die fahren möchte. Alter, Patrick fährt einfach mit Mediums. 400 zu schneller als ich mit den Soften. Könnte noch schneller sein, wenn ich die letzte Kurve endlich mal bekommen würde. Klasse. Ciao. So, hallo. Weg in die Wand gedreht. In the dark dog. So langsam bist du mit den Reifen jetzt auch nicht. Anfang bauen die sich ziemlich schnell, aber dann geht's eigentlich. Wer? Die Weißen. Wir nehmen die Änderungen vor, die du angefordert hast. Alles fertig. Rocco, ich hab grad wieder eine Zahl gesehen, aber die war auch ungewöhnlich. Ich hab irgendwie wenig doch verarschen. Hey, aber wie kann das sein, dass die Hälfte aus unserem Team den Nakamura jetzt nicht als Pro hat? Den hat es dann mal im Team-Event gegeben, oder? Ihr habt den Ulti-Nakamura, war das die Elite-Version. Ah. Den Ulti habe ich ja deswegen Pro. Ach, genau. Ich krieg jetzt den halt noch. Hast du den schon mal? Ja. Nice. Jetzt muss ich halt Kane und diesen Idioten da leveln, das ist ja Wahnsinn. Ja, ein ganz Kind oder Montag. Ja, ich mach gerade beide Gallaghers, einen Corbin und zwei Elite Owens zur selben Zeit. Das war auch geil. Ja, ich muss halt den Nakamura jetzt erstmal so weit, dass dann einer fertig ist und halt die zwei
Kane. Also endlich neue Lüge Brot. Team Road to Glory, Tobi. Was ist, Patrick? Dass auf Rocco einfach noch Elite Brot braucht. Ja, natürlich. Er ist ja nicht Patrick. Reden wir mit dem Glück hatte. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen Geld hatte. Ja, genau. Ich gebe nie wieder für, ich gebe nie wieder Geld für ein Pack aus. Welches soll ich als nächstes kaufen? Gar keins. Ich hab mir gar nichts mehr geholt. Naja, ja. Ach stimmt, doch das eine habe ich mir noch geholt, aber bei dem habe ich das geholt. Logisch. Kenn dich doch. Ja, ich rede ja von dem, ich rede ja von dem, was du meinst. Ja, ich weiß. Bei dem habe ich mir keins mehr geholt. Ich hab mir einmal dieses Elite-Pack war das, glaube ich, geholt, oder? Elite? Ja. Yeah. Am Abend habe ich mir noch dieses Elite-Pack da geholt. Ja, genau. Wir haben ja noch 10 Minuten. Ja, aber ich nicht. Wieso du nicht? Wir haben es doch zerrissen. Er ist raus. Ah, echt? Null. Guten Morgen. Ich hab schon hin. Da hab ich die mitgekriegt. Eine Runde ist er gefahren. Nee, zwei oder so bin ich sogar gefahren. Ich habe ja sogar eine Zeit zusammen. Ja, meine ich ja, also ich meine ja, eine Zeit, wo ich nicht rankomme, ja. Kruzifix. Und die nächste habe ich mir gedacht, die geht sogar noch ein bisschen schneller und dann haben mich die S-Kurven da richtig in den Arsch gefickt. Sehe ich so, als hätte Pjörn das gesagt. Ja, er hat ja recht, ich weiß ja, aber. Ich habe mir nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich habe da aber eben auch aufgehauen. Wem fahre ich da eigentlich gerade die ganze Zeit mit? Das ist das Paddel? Geht da oben. Guck mal oben links. Paddel. Ah, tatsächlich, ja. Warum steht da? Dein Name. Oh, Leon hat Spaß. Ja. Na, da kommt noch eine. Oh nein, ey. Ich muss sagen, ich hatte gar keine Bots bei mir gerade. Also bei allen drei, bei allen drei Reifen unterwegs war, hatte ich dann urplötzlich darauf welche vor mir. Also bei allen drei Reifen hatte ich gar keine. Dachte schon, die sind gar nicht mehr da. Hey, das war überraschend gut. Lol, ich verliere mit meinen. What the fuck? Was da? Ach Mann, ey. War das? Noch kurz Staffel? Oh, ciao. So, kein Bock mehr. Rocco ist auch raus? Ja, ich bin auch fertig. Ich fahre nochmal kurz rein, ich will was testen. Ich will kurz winkeln. Die kriegst du einfach um Verrecken nicht hin.
Was sollst du auch nicht verrecken? Was kriegst du ums Verrecken nicht hin? Eine bessere Runde zu fahren. Eine bessere Runde zu fahren mit anstatt also mit Rot eine bessere Runde zu fahren als mit Gelb. Ja, habe ich auch nicht geschafft. Nicht mal mit Weiß. Also nicht mal mit also ja, ach leck mich. Ich fahre nochmal rein eine Runde. Raus meinst du erst, oder? Ach, alter Paddel, ey. Was? Ach, Paddel. Upp. Wollte ich nicht. Ich habe in der Box ein paar da diesen Masken damit genommen. Ich hab's gesehen. Können wir jetzt nicht einfach beenden? Ich wollte nur eine Runde rot machen. Die Roten sind nicht besser. Nein, eine Runde weg. Warum sind eigentlich beide Hasen in der Garage? Leon, wo ist dein zerstörtes Auto? Schon wieder zusammengebaut. Der Franzose Romain Grosjean und der Österreicher Schieber 1A. Es geht doch. Endlich. Lol. Gubi. Was denn? Ja? Finale endlich mal. Hä? Ich bin endlich mal im Finale. Aber am Anfang klingt das so nach. Fährst du jetzt nochmal, Paddel? Eine Runde. Fahr grad raus. Das ist ja voll laut, ey. Ey, langsam glaube ich, die Schweizer wohnen alle in so solchen Häusern. Das ist geil, gell? Ja. Wir warten noch mit der Abstimmung. Nein. Nein, du stimmst jetzt ab. Wie macht man das? Start. Du gehst auf Option. Na, ja, also. Und dann, genau. Sorry, Paddel. Einheitlich überstimmt. Oh. Ist ja nicht das erste Mal. Ja. Armes. Ach ja. Immer wieder gut. Ja, er treibt bis ans Limit, ey. Alle sind dann schon mit ihren Roten gefahren, nur Patrick versucht 30 Runden auf Weiß zu fahren. Patrick, wenn wirklich ein Formel 1 Fahrer wäre, würden sie ihn wahrscheinlich rausschmeißen. Patrick, lass den Reifen in Ruhe. Du warst schon 15 Mal auf Weiß draußen. Du Reifenfetischist, ey. Ja. Lass die Karre stehen. Patrick, oh, aber meine Reifen, ey. Ja, meine Reifen, ey. Patrick, lass die Karre stehen. Meine Reifen, ey. Reifen, ey. Vorschlag, mit dritten Fett zu fahren. Banal. Banal oder genial? Oder Anal. Genital. Alter, wann können wir denn mal endlich auf Regen fahren? Boah, wie sie jetzt alle rausfahren. Zack, draußen. Alter, ich fahr den nächsten auf. Ne, doch nicht. Sehr schön. Der war schon draußen. Stevo ist immer einer der ersten, ey, die da gleich rausballern, ne? Ja, ich muss nur noch. Ah, gut, okay. Vier müsste ich überholen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie ich fahre.
Ich grüß dich, Tobi, was geht? Hi. Schön das Wetter nicht, ne? Ja, angenehm. Ja, cool, wenn wir den Fans noch so zuwinken könnten. Yeah! Guys! Nebeneinander. Hello! Ja. Pass auf, ich fahr die äußere Kurve, ne? Ja, ich bin schon. Dann können wir nebeneinander fahren. Lass uns für die erste Zeit fahren. Identisch. Mann, das ist langweilig, da schau ich lieber Steffen zu. Könnt ihr die Bots, die jetzt gleich kommen, aufhalten? Boah, ich wollte gerade sagen, da kommen die erst Bots. Hab da was Sinnvolles gemacht. Also wir können schon ein bisschen schneller fahren jetzt. Naja, warte dazu, ich komm nach dir. Ich könnte ja auch ein A-Loch sein und könnte rausfahren und euch dann blockieren. Kannst du nicht. Weil dann hau ich dich mit raus. Das ist nicht schlimm. Dann hab ich schon eine Runde gefahren, du nicht. Wenn ich jetzt rausfahre, hast du doch keine Runde gefahren. Natürlich. Du hast doch noch keine gezeitete Runde gefahren. Probier's doch. Versuch's. Ich hab ne 5 Plätze Crit-Strafe, Björn. Mich hält nichts mehr auf jetzt. Das ist mir schon klar. Du fährst mit Gelb raus? Wen fragst du jetzt? Ich. Sei gut zu den Nightmare, Tobi. Inlap und Outlap extrem langsam. Zeile der Runde Vollgas. Hey, wir stehen euch schon aufgepasst. Tempo Radar 48 km/h. 13 schnellster. Ja, gönn ihn doch schon. Das ist die Zielgerade. Die Runde kannst du wegschmeißen. Ich weiß, ich hab halt Cherry erst Platz gelassen. Ja, du brauchst mir nicht Platz lassen. Ja doch, weil ich direkt hinter dir war. Das Rennen ist eigentlich für mich schon gelaufen, ne? Nicht deren Ernst. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,22,7. Aufgeflogen. Wer ist rausgeflogen?
eine gelbe Flagge wäre. Nein, ich fahre einfach nur 114. Ist einfach geil, dass der Formel-1-Wagen über durch eine Haarnadelkurve einmal mit 50 km/h durchjagen kann. Oh, war doch nicht so schlecht. Von dir ist alles frei, oder? Vor mir? Ja. Ja, da gerade ein Stadion rein, oder in den Eckkurven. So, mein Arbeitstag ist für heute beendet. Tobi ist da. Fährst du rein oder fährst du nur? Ich fahr nochmal. Du fährst deine Inlap, oder? Björn? Ja, ist auf Straße, sicher. So geht's die Runde gut? Geht's ja. Tobi, fahr nicht so lang mit denen, gell? Ja. Wenn du mit Gelb starten willst. Dann fahr jetzt. Also du hast jetzt noch 9 Minuten. Das muss reichen. Ich komm nicht weiter vor. Doch, pack doch die roten Nummer aus. Nee, ich will mit den roten nicht starten. Ja, du hast aber. Tobi, das will ich nicht machen. Wie viele Runden bist du jetzt gefahren? Keine Ahnung. 5. Oh, guck mal oben. Zu viel, viel zu viel. Pack die roten aus. Da bleibst du mit den. Da bleibst du mit den gelben genauso lang draußen wie mit den roten. Mit den roten machst du jetzt eine Outlap, fährst eine gezeitete Zeit und machst eine Inlap. Bist du genau 3 Runden mit denen gefahren. Fahr jetzt mit Waste City gelb. Ja, nett, komm so schnell wie möglich in die Box rein. 5 Runden mit den gelben ist viel zu viel. Darf ich dir jetzt schon? Fahr eine langsame Outlap, dann eine richtig schnelle Zeit und dann eine langsame Inlap, dass du den Reifen nicht beanspruchst. Sag ich doch. Hab ich doch gesagt. Ja, das mit der Reifenabnutzung hast du nicht gesagt. In den Kurven auch kein Gas geben, wenn du in der Outlap bist. Oder in der lass dein Auto einfach rollen dann. Ja. Jetzt halt 3 Runden Vollgas fährt, weil das bringt auch nichts. Nee, das ist mir schon klar, aber ja. Pack die roten aus. Das hat. Ohne Scheiß, du fährst jetzt mit den. Also, wenn du jetzt mit den gelben Kran losfahren würdest, genau so, packst du genauso lange wie die Jungs mit den roten und die Jungs sind sogar schneller. Ich brauch kurz 2 Züge, wir trennen uns. Ja, weil ich den zweiten Sektor völlig verschissen hab. Das ist ein letzter Affen. Ich hab anscheinend alle verschissen. Du bist besser als Stevo. Aber ich hab gar keine schlechte Zeit gefahren, fällt mir über so auf. Lässt sich sitzen? Nein. Doch, ich schaff's nicht mehr. Ich bin jetzt nochmal eine gute Zeit gefahren, aber ich komme nicht ran. Nochmal 500. Keine Ahnung, ist der Tobi da besser macht.
Vor allem, woher kannst du so gut Formel 1 fahren? Das ist doch erst seit kurzem. Du spielst doch sonst immer nur FIFA. Nee, hat er erst seit kurzem, deswegen. Aber gut, wir werden ja sehen, wer am Ende des Rennens noch drin ist. Steffo, der klare Unterschied zwischen dir und Tobi ist, dass Tobi mit Formel 1 eingestiegen hat ohne Bremshilfe. Jetzt mal ohne Scheiß. Das macht das viel ist doch, aus. Das ist doch jetzt scheißegal, jetzt fahre ich ja auch ohne Bremshilfe. Nein, natürlich. Eben, weil Tobi hat schon von Anfang an das Gefühl für die Kurven bekommen. Man das ist doch Schwachsinn, wenn er noch nicht mal ein Rennen gefahren Steffo, hat. Steffo, sonst hättest du nicht 500. Abstand. Nee, das hat damit nichts. Nein! Wenn ich jetzt ohne Bremshilfe fahre. Wir fahren 22 Grand Prix. Ne? So, du bist von denen jetzt, ich sag mal, 18 Stück mit Bremshilfe gefahren. Ja. Ja, und Tobi ist mit uns die kompletten Standardrennen, die wir normal so außerhalb gefahren sind, ohne Bremshilfe gefahren, die ganze Zeit. Das ist Übung macht den Meister. Ja, genau. Du fährst jetzt das zweite Rennen ohne Bremshilfe. Er hat mit dem Formel 1 angefangen. Also ich hab gar keine Bremshilfe benutzt. Ja, ist ja schön. Und Leon fährt bessere Zeiten. Und Leon fährt bessere Zeiten wie ich. Ich sag ja, das soll jetzt keine Kritik an dich sein. Ich sag einfach nur, dass wenn man direkt anfängt, ohne Bremshilfe zu fahren, ein viel, viel besseres Gefühl für die Strecken bekommt. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei. Ja, aber die Minute sind, dass wir jetzt angefangen. Ja, finde ich auch total in Ordnung. Ich bin da auch total dafür, dass du endlich ohne Bremshilfe fährst. Weil das macht's halt alles noch mehr konkurrenzfähiger. Irgendwann. Servus, Sven! 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 Hallo, Sven! Da warst du schon wesentlich besser, fand ich. Ja, wow, komm ich trotzdem nicht an euch ran. Ja, aber das macht's dann irgendwann. Stell dir vor, nächste Saison kannst du auch, wenn du da nochmal außerhalb der Saison 1-2 Rennen fährst, dann bist du da auch locker vorne mit dabei. Überleg mal, Jan kommt auch noch. Der hat kaum so, Tobi Hanadl jetzt Vollgas, ne? Guten Exit und auf geht's. Regel! Was soll ich dir sagen von Sven? Naja. Nein, du bekommst kein Giveaway, Sven. Erst wenn du noch 91. erst wenn du noch 91 Follower hinzufügst, dann kriegst du ein Giveaway. Für einen neuen Fake-Account. Scheiße. Alles gut, fahr durch. Du hast noch mit. Also. Zieh durch! Was sagst du, Paddel? Wir laufen noch 307. 306. Und heute, wo ich da drauf geguckt habe, stand irgendwas mit 306. Also. Nee, ich hab 209. 206. Nee, ich hab ja gestern schon wieder ein paar dazu bekommen. Mittag stand irgendwas mit 6. Echt? Willst du echt mal ein Giveaway haben, ja? Du weißt du eh nicht, was du damit anfangen sollst. Der Sven hat Langeweile, seine Freundin ist nicht da. Oh, mein Beileid. Oh, kauf dir Formel 1, lass sie runter, komm, bleib bei. Jeden Donnerstag. Donnerstag kann er ja nicht, da ist er nur auf. Was ist das, was er da macht? Schule. Und Platz 4! Ja, sauber! Jetzt lässt das Moped schön ausrollen und fährst in die Box zurück. Zwischendurch parkst du bei Roller. Scheiß Roller. Roller, beste Mann. Sauber, Tobi. Du hast geliked, das wird noch. Ich hab drei Leute, zwei davon wart ihr. Nee, brauchst du nicht, Sven. Eins zu eins bei Gladbach Schalke, oder was? Das ist gerade gefallen anscheinend. Tor für Gladbach, ja. Ne, 1-0 für die Borussia, Hoffmann bringt in Führung, hä?
Tor! Tor, ey! Tor, ey! Ja, einseits. Burgstaller, 25. Minute. Ja. Alter, Man United gegen Rostov 1-1 läuft. Ach, er hat Donnerstag Hekelkurs, der Sven. Ist schon mal ein Auswärtstor. Ist schon mal was wert. Alter, die Rostover, die gehen richtig ab, Alter. Die sind richtig stark. Naja, wer Bayern ärgern kann, der kann auch Menu ärgern. Schau mal, neben Hansa Rostock haben wir noch Hansa Rostov. Rostov? Bitte? Bitte? Das war eine beschissene Runde. Patrick? Paddel, ich hau meinen Teamkollegen auf den Arsch, dann, wenn er in die Box kommt. Was? Was machst du? Was? Nein. Ja, ich bin noch eine Runde gefahren und mein Teamkollege ist in dieser. Hat der die Roten nochmal ausgepackt, ey? Scheiß mal auf Traktionskontrolle, wa? Ich bin bereit, ein paar noch. Und den Penöpeln rumgefahren. Ja, da flattert er im Gegenwind. Wie kein Bot mit einer 52 oder was? Aufs Klo und dann geht's los. Wahnsinn, ey, Sebastian Vettel auch 5 Blitze Crit-Strafe. Muss heute im Rennstall liegen. Ja, Menu vs. Rostock. Stefan, hast du den Player gesehen? Ja. Ey, ich würde mal gern, ey Björn, stell mal vor, wir nehmen hier die lange Gerade einfach in der Mitte. Und dann Hartnadel nach rechts. Hier die lange Gerade. Von der Strecke. Drück mal weiter. So, da die lange Gerade von der Strecke. Weil ich fertig war mit der Quali. Jetzt geht's los. Wenn wir die fahren würden, stell mal vor, dass wir offiziell. Jetzt rausliegen, dann können wir. Zocken. Ja, wo ich mich rausgekriegt habe, hat sich dann nicht Vettel auch rausgekriegt gehabt, das letzte. War das nicht, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Oh, ja. Ich push mir auf den Dreck. Jo, das ist okay. Wir haben ja abgemacht, wir fahren normal jetzt die Einführungsrunde, oder? Nächste Saison, oder? Fuck. Der Startplan sieht gut aus, Alter. Aber wir müssen uns das Getriebe ansehen. Also schalte ihn jeden Gang, wenn möglich. Oh Mann! Wir etwas zu tun. Patrick, du Tabe. Wir hier! Jawohl, alle da! Ja, jetzt sind wir ja 6 Leute, jetzt passt das ja. Jeder nimmt einen raus. Mann, ey, jo, Patrick ist da, Leon hab ich, Tobi steht da, Stefan und hinten steht noch ein Ferrari. Aber ich hab ein Paddel mitgenommen. Ja, ich hab Tobi mitgenommen. Jerry hat Tobi, okay. Werlein steht da auch noch bei uns. Hast du Werlein auch noch mitgenommen? Ja, kann sein. Ja, und Leon wurde mir zum Opfer. Ich bin aber ganz weggekommen. Ich gucke also nach hinten und lenk dann in die Fahrbahn von den anderen Autos rein. Du wolltest erst Tobi, aber Tobi war dann irgendwie weg. Ja, hab ich bei Tobi auch gemacht. Ja, ich hab voll mitgenommen. Geil. Ich hatte ein bisschen Gras mit Reifen. Ja, bei Leon drehen sich die vorderen Reifen bei mir die ganze Zeit. Ja, das ist ein geiler Bug. Das ist aber auch. Normalerweise kommt dann doch irgendwo so eine Hyper-Staubwolke oder Rauchwolke. Die ist bei dir, Jerry. Ja, mach ich ein bisschen Dampf. Da hinten schaut's aus, bei dir. Push die Smoke-Button! Gib mir Dampf. Mane! Push the Smoke-Button! I also have headphones! Ich muss da Headphones again!
raise the penis better! Oh, it's not the penis better. I hope you like the better too. Body, body, body! This is so good, ey. I have a bass button! So good. I need my headphones again. Raise the penis better! Wir können noch einen guten Start haben. Gut, gut Start! Gelbe Flagge? Gelbe Flagge? Oder erlaubt es Überholmanöver? Ja, ich bin hier. Ich hatte ein unerlaubtes Überholmanöver mit irgendjemandem. Keine Ahnung, wer das war. Wow, 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 sorry, sorry. Ach, Tobi. Tut mir leid. Alles gut, sorry, was passiert? Pade. Gelb. Entschuldigung, Tobi. Also, das ist nicht. Den Bug des Todes mit Hass auf das Ziel geraten, oder was? Ja, Sven, wenn du nie dabei bist. Ich hab die erste Kurve ein bisschen zu locker eingeschätzt. Ich glaub, ich hab dich berührt, Tobi, eben, oder? Ah, ne, grüne, also Ziel gerade wieder grüne Flagge. Also kein Bug des Todes mit Hass. Okay. Hat einen roten Flügel, Tobi? Nee. Aber gar nicht. Gelb vorne. Eine Seite oder beide? Eine. Ja, dann fahr weiter. Warte, sobald du das überholen willst, sagst Bescheid, gell? Bevor du das mit dann. Ja, dann geht's überholen. Ja, falls dass du irgendwo bist. Ja. Weil ich bin noch nicht so drin in dem Spiel, dass ich dich gleich irgendwo sehe. Ja, vorbei. Ich bin schon. Das ist eine komm nicht ran. Mit den roten Reifen ist er auf der Geraden einfach schneller wie wir. Das kann ich irgendwie wollen. Oh, Patrick, komm von außen. Alter, irgendwas ist mit meinen Reifen wieder los. Scheiße. Komm mal. Oh, sorry. Nein, Mann, ich weiß. Oh, zieh doch dann immer gleich rein, ey! Ich muss ja auch mal ausweichen. Ja! Das Geile ist, wenn die Strecke gehört nicht nur dir! Du hast mich gerade voll ausgebremst! Kann mich auch ausziehen, Sprint, dann hast du ein Giveaway. Wow, ey. Die Gerade ist so geil zu überholen, ne? Mit Windschatten kommst du einfach im Auto vorbei. Habt ihr jetzt hier noch Platz, ey? Wäre schön gewesen, wenn ich da mitspielen könnte, aber. Ich werde einfach ignoriert in dem Zweikampf. Ja, ich habe einen gelben Flügel. Bist du mit drauf? Ja. Oh, auf Hand. War mein Fell? Nö. Ja, aber gelb geht ja auch noch. Was für ein Reifen wechseln einfach mit. Ja. Ich hab ja die roten drauf. Ach, shit. Ich bin M.
Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den vorbei. Aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Verstanden, geht in Ordnung. Jerry, du sagst dann bitte was, gell? Naja, ich müsste jetzt eigentlich nach der Geraden. Müsste ich neben dir, links neben dir sein. Ja, okay. Bin jetzt links neben dir. Ja. Bist du vorbei. Ich bin rechts. Ja, ich seh's. Gebt ihr das Momentum für die Gerade auf? Mit Trampes, DRS, Windschatten und los geht's. Mit SS kommst du eh nicht vorbei. Nee, das stimmt allerdings. Oh nee. Nee. Nein. Fuck. Sei vorsichtig, bis du wieder grüne Flaggen siehst. Ich glaube, er ist zu weit rausgekommen. Da kommt dann noch so eine Wandel, ne? Fuck. Das war mir bei Patrick eben auch fast, ey. Ich muss aber auch eben mit der Tobi ausweichen. Ja, ich weiß, aber du kannst ja nicht einfach dann, wenn du eh schon rechts da bist, dass du dann einfach wieder hinter Tobi ziehst, das geht nicht. Gerade wenn wir einen Dreikampf haben, weil dann bin ich auch irgendwo. Ich kann mein Auto auch nicht einfach wegbieben. Oh Gott, ich muss noch viel üben. Soll doch einer dann mal zurückziehen. Mal nicht volle Pulle mit rein in die Kurve. Ja, das wäre halt mal ganz schön, aber Patrick zieht dann einfach rein. Ja, vielleicht musst du dann dein Manöver auch abbrechen, Jerry. Ich bin doch die ganze Zeit dahinter gefahren. Ich habe nicht einen einzigen Moment überholt. Nicht einen einzigen Moment. Ja, dann, ich hab's ja nicht gesehen. Dann ist es halt cleverer, wenn du wegbleibst. War ich doch, aber wenn Patrick dann einfach reinzieht, wenn er dann bremst, dann kann ich kann nicht sehen, dass er dann einfach reinzieht. Ja, das ist richtig. Ich bin nicht Jesus. Ich kann nicht alles abschätzen. Ja, wie gesagt, ich hab's ja nicht gesehen. Ich sag ja nur meine Meinung dazu. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 9,0 Sekunden. Er kann noch ausgeflogen. Tobi, guck mal bitte nach. Bin bloß ich. Nee, es sind nur 20 Autos. Und dann mal 22. Schwemmer hat einen rausgehauen. Boxenstoppfenster ist offen, das Boxenstoppfenster ist offen. Und warst du bei Roller schwimmen? Boah, keine Ahnung, wer da noch fällt. Hamilton fällt. Achso, das ist ja er. Ja, das bin ich. Keine Ahnung, wer da genau abgeht. Ganz unten, Güter 1 hier, ne? Geh mal starten und dann auf Rennleitung. So jetzt. So eine Scheiße. Ne, da fehlt keiner. Ich glaube, da ist Dings vorhin aus Versehen 2 im 400. Sind nur 21 Fahrer. Ja, weil ich draußen bin. Aber mit mir sind es 21. Oh, das stimmt nicht sonst. Müssen 22 sein. Ja, da fällt doch jeden den Vorder. Fehlen Alonso und Button beide? Box. Nee, Button sind da mir. Button ist da. Vielleicht, ja, vielleicht weil der Leon einen rausgemacht hat und der Tobi dann wieder rausgegangen ist, dann konnte er ja wählen. Vielleicht hätte der Tobi nur nochmal rausgehen müsst, ohne dass einer entfernt werden muss, weil er nimmt ja dann sozusagen seinen Platz ein, oder? Wenn er jetzt zum Beispiel Alonso nimmt, dann nimmt er jetzt seinen Platz ein. Möchtest du die Strategie ändern oder mit einer Arbeit machen? Ist ja egal. Hauptsache hier kommt alle gut durch. Ansonsten lässt doch mal die Fahrer vor. Selbst schon doppelt fehlt. Warte doch, ich kann dir auch sagen, in welchem Team das noch einer fehlt. Hab ich schon mal Arianto gesehen? Ja, eben. Renault sind zwei da, Sauber sind zwei da, Williams sind alle beide da. Toro Rosso. Ich glaube, dass wir eine gute
gute Alternative sind beide da. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Renault sind beide da. Unser Abstand zum Auto Williams. 16,2 Sekunden. Williams fällt der zweite. Echt? Valtteri Bottas? Nee, da. Nee, ist Williams ist da. Der ist jetzt an der Box. Männer. Wer ist bei Männer dabei? Nee, nee, die waren hier schon nicht. Ariato. Da fehlt der zweite. Ariato also Ariato. Mhm, genau. Das ist kein großer Verlust. Oh Gott, wieso war ich da so schnell dran, Kruzifix? Oh, ich glaube, ich muss mir die Strecken doch noch ein paar Mal anschauen. Ah, irgendwann kriegst du das. Hat eigentlich das nächste dran. Brasilien. Oh. Ich hätte in die Boxen müssen. Ach du Scheiße. Ah, die geht einigermaßen, gell? Herr Ruppe, die sind wir letztes Mal schon gefahren. Die läuft ja. Die haben wir die Woche mal gefahren, ja. Ist ganz okay. Aber ich glaube nicht dabei, oder? Nee, da wollte nee, ich nicht. Glaube nicht. Das war der Abend, glaube ich, ja. Wir ziehen das war auf jeden Fall ganz okay. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Nicht, dass ich dich nächstes Jahr total blamier, wenn ich kein einziges Rennen durchkomme. Oh. Nur gewohnt. Bestätige. Von mir? So oft bin ich noch nicht mitgefahren. Nee. Von allen eigentlich. Außer also Pjörn. Ich bin in Bahrain rausgeflogen. Oder in China. Einer von beiden. Nee, China, du bist in Bahrain rausgeflogen. Ich bin in China rausgeflogen. Wo man der Scheißbot einfach meine Linie geschnitten hat. Ja, ich hab genau. Halt voll, ich habe halt voll die Probleme mit solchen Strecken da. Da wo es überall noch so schnell, also wirklich, wie jetzt doch diese S-Kurven und so, da habe ich richtig geguckt. Da bist du Barco noch nicht gefahren, da habe ich 100% Ausfallquote. In jeder Form bin ich rausgeflogen. Mexiko war gar nicht so einfach. Die letzten zwei Sektoren sind ziemlich anspruchsvoll. Also. Ja, stimmt allerdings. Der erste Sektor ist ja easy, aber 2 und 3 sind knackig. Ja, habe ich gemerkt. Hab ich auch noch so meine Ziege jetzt kann ich heute wenigstens mal bei alle zuschauen, ist auch schön. Ich schreibe mal Leon mal. Ich hätte vorhin gar nicht wechseln müssen, dann hätte ich gleich im Zuschauermodus bleiben können, eigentlich. You tried. Ja, von mir wird besser. Ja, da die Fly Emirates Kurve war's, Rocco. Gleich am Anfang. Bin ich zu spät rein und dann war ich schon weg. Das ist viel zu viel Verkehr für meine Bedürfnisse hier. Ich schieb's einfach auf Jerry, weil er mich unbedingt überholt hat. Was einer wird dann die Superkraft halten? Keine Ahnung, ich fahre jetzt mit denen schon die 10. Runde. Ja, jetzt werden die bestimmt gut halten noch, die paar Runden da. Also bei mir waren sie bei 80, bei einer 8 Runden. Ach, fährst du ja auch ein zweites Training im Qualifying auf den Dingern. Nein, ich bin nur 3 Runden gefahren. Ja gut, das ist mein regulärer Boxenstopp.
Ja. Glück gehabt. Und dann damit ich vor dir geblieben bin. Und Weg war doch eigentlich viel kürzer. Das hat ja damit nichts zu tun. Der Weg ist eigentlich gleich lang von uns beiden. Du warst ja schon am Arsch. Ich habe bei dir schon die Reifen gewechselt, da bin ich noch gefahren. Ja, und dann muss ich erst losgelassen werden und dann wirst du losgelassen. Das ist genau derselbe Weg, Patrick. Rogge soll mal was gegen Roller 04 machen. Gegen wen? Scheiße 04, meint er bestimmt, der Schwinn. So, ja, klar. Ich soll dich mal einwechseln, schreibt er. Aber nicht ins Tor, bitte, sonst verliere ich. Was, wir fahren 36 Runden, das sehe ich jetzt erst. Krass. Ja. Endestand 71, nicht. Boah. Es ist die längste Strecke, oder? Jetzt, was wir gerade fahren, oder? Belgien ist die längste Strecke. Belgien? Wie viele Runden sind wir da gefahren? Da fährst du weniger Runden, aber diese von der Kilometer. Achso, diese länger, längst. Okay. Belgien fährt mit 54 oder so, oder? Was mit Keine Belgien? 54 Stunden, also. Ja. Aber da geht auch eine Runde 2 Minuten. Oh. Mit einem Formel 1-Wagen, das musst du überlegen, gell? Das sind ja auch 7 Kilometer oder was? Du bist schon ordentlich unterwegs, ey. Der Reifen kann überhaupt nicht klappen. Trotzdem fährst du besser als ich. Ich weiß nicht, Mexiko ist nicht gerade so meine Strecke irgendwie. Krieg ich keine richtige Pace. Rutscht hier gerade noch. Gerade die Esses, ey, die fuckt mich so ab. Genau so, wenn Parma einfach anfängt zu bremsen. Ich bin drauf gefahren. Jo, Alter. Der Motor zum Auto vor dir beträgt. Gell. Das ist trotzdem ärgerlich. Kannst du noch einfach die Esses fahren, ne? Oh Gott, bei Stefan kann ich nicht zuschauen. Und schalt weg. Das Auto. Mach ich schon. Ciao. Tschüss. Nächstes Jahr bitte ein anderes Auto, dann schau ich dir auch gern zu. Nein. Doch. Wie kann ein Bayern-Fan irgendwie ein Red Bull-Auto nehmen? Bist du bekloppt? Ich finde die Farbe schön. Blau-Rot, wo hallo. Denn? Blau-Rot, hallo, das ist Bayern, ja. Schöne Farbe. Blau-Weiß ist Bayern. Ja. Auch, aber auch Rot-Blau und Gold-Rot. Hm? Flieg dann. Und ich denke immer, ich kann fliegen, aber irgendwie. Wie kamst du eigentlich da drauf, damit diese Hand da von Enzo und Cass sein soll? Weil die Finger so machen. Also. Ja. Ja, zeig's doch. Ich hab's ja gezeigt, gerade eben. Der müsste, schaut den Stream vorbei. Schaut den Stream vorbei. Da sieht's das. Ja, wieso? So machen sie doch. Ja, vom, das wär und die Gallows. Hätte ich auch gedacht, aber die machen so. Die machen richtig nach draußen die Finger. Also die mittleren. Also. Oh, wie soll ich die machen diesen Wolf da, dieses Klickzeichen. Ja, und du sagst auch auf. Ja, und ich denke, das macht doch der Enzo, oder macht das der Luke, machen das die Gallows? Oder ich hab's jetzt verwechselt. Aber ich dachte, die Gallows, die haben. Oh Gott. Die machen zwar auch so, aber halt, die lassen die zwei Finger drin. Und Enzo und Colin machen die nach außen, also nach draußen. Also.
Genau. Ja, ist ja gut, Kai. Oder Kai macht so Gallows oder so. Konzentrier dich aufs Fahren. Ja, ich hab's. Ist doch wurscht. Der Rocco ist bloß hinter mir, oder wer ist hinter mir? Ich bin das, ja. Ja, jetzt hau ich den Rocco erstmal raus. Ja, das will ich nicht machen, weil Leon ist Zweiter. Da hau ich den Leon auch noch raus. An LB. Damit ich Erster werde hier. Dann kommt noch Jerry und dann noch Paddel. Boah, noch da aus. Leon, das war sehr gewagt. Ja. Leck mich am Arsch, du. Respekt. Boah. Aber er hat mir Platz gemacht, komischerweise. Ah ja, am Anfang schon. Ich glaube, das war meine Schuld. Ja, okay. Also Kai sagt auch, das ist Gallows, die es so machen. Gut, dann habe ich es verwechselt. Sorry. Ja, was singst du denn jetzt überhaupt? Ja, schau mein Video, dann weißt du es. Von der Wessel Crate. 15 Runden plus Qualifying auf Gelb. Nicht geplatzt. Leon, schäm dich. Hatte Klappe, Sven. Kann ich doch einen Stopp fahren, ne? So machen wir jetzt das, Bob. Ja. Ich mach auch nicht den Hülkenberg raus. Macht bis das Bob nicht so? Kann ich hab den Hülkenberg rausgehauen. Also? Ja, der war da drauf auf einmal. Da war eine gelbe Flagge und dann war... Ja, das war seine Schuld. Große Reifen hier drin. Okay, Abstand zum Teamkollegen 22,0 Sekunden. Oh mein Gott. Ciao. Was war? Ah, kam die Bande ein bisschen da. Hättest du nach ruhig ein paar Runden früher machen können, dann hätte ich mich nicht so reingesteigert. Ja, ich hab keine Ahnung, was da gerade. Ich hab keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ja, so ging's aber mir vorhin auch. Plötzlich einfach. Ich weiß nicht, warum, dass ich da so spät in die Kurve rein wollte. Keine Ahnung. Das war eigentlich die einzige Kurve, die wo ich ziemlich sauber immer bekommen habe. Und diesmal. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Weg. Ich kann es mir nicht erklären gerade. Ja. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Leon sagt Gesundheit. Gesundheit. Ah, also. Ich darf mal 12 Punkte. Tja, das war's mit der Saison. Nein. Ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass man den Unterschied von den Fahrzeugen vom Sound her so brutal merkt übersetzt. Ja, der Honda ist schon heftig anders. Ja, der Mercedes von dir, der kreischt direkt. Leons Haas, den hört man fast gar nicht. Der Haas klingt wie der Ferrari übrigens. Aber den Haas hört man nicht so. Der wirklich. Weil es derselbe Motor ist. Ja, ja, der ist irgendwie sehr dumpf. Das heißt, glaube ich auch ein Ferrari-Motor oder ein alten. Force India hat Mercedes. Kartenseiner ist wieder hell. Force India hat einen Mercedes-Motor, ja. Ja, das hört man wieder. Ich meine, aber sauber. Ja, und Red Bull ist halt Red Bull, ne? Ja, die haben wir noch. Ja, ne, die haben Chuck Heuer. Ja, die hört sich aber auch anders an. Haben es denn noch? Ne, die haben Chuck Heuer Motor. Da steht sogar vorne drauf, ne? Haben die gewechselt, aber glaube ich. Oder irgendwas war da. Ja, weil die so Probleme mit dem Renault Motor haben. Deswegen haben die dann wieder gewechselt. Da gab es so ein bisschen Ärger. Zwischen Red Bull und seiner Startnummer steht Chuck Heuer. Ja.
Und McLaren ist ja wieder komplett am Arsch. Ja. Jo, Schwem, hau rein. Viel Spaß bei Roller. Das geht doch. Na, das mit Honda funktioniert nicht so, glaube ich. Ja. Es wird wieder ein kaltes Jahr. Das Beste, was halt an dem Auto aussieht, ist das Aussehen, ne? Nur heute schon wieder zweimal ausgerollt. Ja, ich weiß auch nicht, was sie sich da vorstellen. So geiler Rennstall, weißt du, die kriegst nicht gebacken, ey. Eigentlich Ferrari jetzt die beste Zeit. Mittag waren ja. Oh, sorry. Ja, die Ferraris werden stark dieses Jahr. Ich hab dich nicht gesehen jetzt. Ich hab mich jetzt gerade auf die Kurve konzentriert. War nicht letztes Jahr Bottas der schnellste? Ja, aber Vettel hat ihn heute wieder gesprochen, also den ist heute. Er war wieder schneller. Ja. Der eine da, dieser Stoffel von Dorn. Der Lance Stroller, der jetzt hat mal sein Auto nicht gespottet. Wie, das Stroller hat sein Auto nicht kaputt gemacht? Das gibt's ja nur bei Roller. Scheiß Roller. Das ist ja der neue Maldonado. So schon. Und Leon hat sein Flügel kaputt gemacht. Naja, ich muss jetzt sowieso in die Box. Und wieder 2000 Dollar von Haas. Einfach vom Land. Ja, so viel kostet deiner? Weiß ich nicht, weiß geschätzt. Wer? Ja, ich weiß nicht, wie viel er schon in der Saison kaputt gemacht hat. Kann man das danach einsehen? Wäre eine geile Statistik. Zerstörte Frontflügel oder zerstörte Karren. Da bin ich King. Da bin ich King. Ich hoffe mal, dass bei mir nicht bei dem einen Rennen diese Saison bleibt, sonst wäre es peinlich. Ein Rennen, ein zerstörtes Auto. Respekt. Ich hätte gesagt, fahr Red Bull, dann macht uns nicht so weh. Ja, allerdings, das hast recht. Wäre mein Teamkollege. Angst zu haben, dass du das Auto halt aus Absicht in die Wand fährst. Naja, das wäre mein ganzes Problem einfach. Ich hab halt was gegen dich. Jeder Fußballfan hat was gegen Red Bull. Jeder normale Fußballfan. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 25,2 Sekunden. Scheiße, ey. Fuck mich gerade richtig ab, ey. Ich war noch auch nicht so weit weg im Rennen. Ich weiß ja, Mexiko liegt mir irgendwie nicht. Also ich finde die Strecke zwar cool, aber... Ich hab die schlimme Erinnerung. Keine Ahnung, ich kam auch nicht an dich ran. Bei jeder Strecke kam ich an dich ran, nur da nicht. Nur im Qualifying gut, im Rennen bin ich schlecht. Ja, aber du merkst ja, normalerweise komme ich ja immer an dich ran. Das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen. Aber es gibt halt auch Rennen, wo ich halt noch schlechter bin wie du. Wie gesagt, ich bin im Qualifying Start und dann im Zweifel immer schlecht. Alter, dafür fährt Leo gerade noch eine richtig ziemlich gute Linie, ey. Wenn er jetzt so viel seine Frontflügel schrotten würde. Ja. Er holt euch immer wieder ein bisschen Zeit raus zu paddeln. Obwohl ich glaube, Patrick hat das schnellere Setup genommen. Oder welches Setup fährst du? Alter, ein Weite von rechts. Ja, genau. Ja, ich fahr ausgewogen, eigentlich immer. Ja, ich fahr auch ausgewogen. Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder sollen wir den neuen versuchen?
Da musst du aufpassen, Leon. Pass auf. Wow. Jerry und Paddle, wird sie, wie ich mich vorhin überholt habe, seid ihr da auf Fett oder Standard gefahren? Standard. Okay. Für Patrick kann ich nicht sprechen. Also ich bin auf jeden Fall Standard. Nee, mich interessiert es nur, weil dann. Ich wollte immer nur wissen, wo ich dann so viel Zeit eigentlich verloren habe, weil. Okay, die erste Kurve war halt bei mir extrem scheiße. Windschatten, Tobi. Ja, schon, aber. Weißt du, wie brutal also, Windschatten in diesem Spiel ist? Windschatten ist absolut heftig. Das bringt dir so viel Zeit, auf so einer Geraden. Lass ihn durch, wenn du kannst. Das ist nicht zu beschreiben. Ich wollte es überholen nicht. Bringt dir hier bestimmt eine Sekunde bis zwei, kommt doch ganz sauber an. Ja, wie gesagt, selbst die Bots zieht ja gnadenlos an dir vorbei. Ja, dann machst du nichts. Bei Patrick sieht das so aus, als ob der selber schalten würde. Gut, oder nicht? Dann nur manchmal. Diese Kurve hat nicht viel Bremse, dann schaltet automatisch runter. Also selber runter. Nein! Hey, Mods meiner erklären, dass das Gaspedal das rechte ist. In der Mitte. Ich hab mal welche Ausmachung drauf. Weiß, rot oder? Ich hab weiß. Ja, ich sag mal so, in drei Runden kannst du rot fahren. Ich? Den Runde oder meinst du raus? Nee, generell. So, ab Runde 27 kannst du rot fahren. Den noch kaum 10 Runden ausgehalten bei mir. Ja, da bist du aber auch schon 3 Runden gefahren. Also meine Gelben haben kumuliert 18 Runden durchgehalten, hätten noch 20 geschafft. Einfach nicht an die Kram. Kann ich nicht in die Box fallen, wollen nicht schlafen.
Fahrer hinter mir. Patrick in der Box. Oh, das wird eng. Wer ist jetzt gerade auf Start und Ziel? Leon überholt Patrick. Oh. Patrick kriegt rote Reifen. Wie viel habe ich noch Leon verloren? Nicht allzu viel. Alter, Leon hat gerade ein Sandwich gemacht. Leck mich am Arsch jetzt. Der hat echt Eier. Das war echt gewagt, Leon, Alter. Das war fett, oder? Das war fett. Ich bekomme zweimal DLS. Nee. Das Geile ist, ich hab gerade reingeschaltet, als du die zwei so überholt hast, ey. Ich hab's direkt auf Stream. Ich auch. Ich hab mit zugesehen. Wow. Alter, hast du schon wieder Zeit gut gemacht auf Leder, Alter. Bist du fett? Mhm. Ja gut, das erklärt dann alles. Also ich bin nächste Saison definitiv gespannt auf unser McLaren, Leon. Ob der konkurrenzfähig ist. Und wir hören nächstes Jahr Ferrari, das ist auch genau ziemlich heftig. Voll die Umstellung, ey. Naja, geht. Für mich schon. Und wenn man dann rot anstatt Silber zu sehen. Das ist eigentlich alles gleich. Wieso? Du fährst dann Mercedes. Auch immer. Ja. Aber der Force India ist mehr orange-schwarz als Silber. Ja, aber nur Silber. Wenn ich jetzt gucke. Ich krieg kein Schwarz. Da kann man doch. Okay, rechts ein ganz kleines bisschen, aber mehr auch nicht. Ciao. 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 Was? Podest! Warum? S-Kurven, Reifenabnutzung, Driftkill. Ja. Konnt Leon, nicht jetzt hast du die Chance. Ja, aber ich hab kaputten Frontflügel. Schon wieder? Ja, einmal gelb und einmal hellgrün. Was kommt jetzt? Der Leon, Alter! Jetzt sind 3 Sekunden Zeitstrafe. Ja. Kann ich verstehen. Wegen Schneiden. Alter, Leon ist immer noch Zweiter. Ja, ich bin da vorne rausgeflogen. Jetzt muss der Erste sein. Ja. Oh, Leon fährt Führungskilometer.
Alter, Leon, bitte behalt die Nase vorne, ey. Patrick darf nicht Erster werden. Und Leon fährt rein. Ich überhole den Ersten. Yay! Steffo, jetzt hat deine Stunde geschlagen. Ja. Überholen mich, runden mich ja alle, weißt? Ich sag nur, hinter dir ist jemand, den müssen wir loswerden. Okay, ich bremse ihn aus. Ups. Ups. Bremst dich selber aus, wie das gerade aussieht. Dankeschön. Ach, ist doch wurscht. Ich komm da eh nicht mehr ran. Bin zufrieden, dass ich Dritter bin, falls ich das überlebe. Komm schon, Leon. Lass dir den Sieg nicht nehmen. Ich hab mir gedacht, jetzt oder nie, Box, wenn dann. Ich war mir nicht sicher. Ja, komplett Fett und Power jetzt. So weit vorne ist er denn. Ja, kein Fehler. Selbst wenn ich vorne geblieben wäre, er hätte es trotzdem gepackt, weil ich 3 Sekunden Zeit habe. Das hat ja damit nichts zu tun. Guck, also, wir halten fest, ich bin auch noch menschlich. Mache auch noch Fehler. Björn the Machine. Björn the Machine weiß. Ich hab ein bisschen Angst mit meinem Motor. Der gibt ein Geld. Oh, ey Leon, so weit ist es gar nicht mehr. Ich bin gerade am Ende der Geraden. Ich habe eben viel Zeit durch diesen Wasser und die Nase verloren. Ja, die sind auch noch von mir. Bist du direkt vor denen gerade? Nee. Ja. Ich bin hinter denen. Der Leon hat noch 3 hinter mir. Hülkenberg und Magnussen. Und dann kommt noch der Eriksen. Dann kommt noch der Eriksen. Dann komm ich, dann kommt Massa und dann kommt Nasre. Hülkenberg hat er, Magnussen hat er. Erste Halbzeit aber schon. 1-1. 1-1. Scheiße, wie die lassen die Scheiße 04 noch weiterkommen. Ah, wir haben ja noch ein Heimspiel. Auswärtstor aus Gold wird. Ja, das auf jeden Fall. Auswärtstor. So, da vorne ist Eriksen. Alle Leon auch gleich. Und dann kommen noch Massa und Nasse. Und ich. Eriksen hat er. Leon fährt gut. Alter, volle Konzentration. Behalte das bei, Kollege. Bis heute auf meinem Streaming. Motor macht Probleme. Schon gar nicht mehr richtig lange. Wie kann dein Motor Probleme machen? Wir haben eine Automatik-Einschaltung.
Das ist mit seiner ständigen Server-Unterschalterei. Er macht den immer solltest du wetten lassen. Iku, Iku. Ja, aber Süße macht es auch mal. Da guck dir mal zu. Komm, kann ganz nur auf die 330, komm ich gar nicht mehr drauf. Das ist, wenn du so lange auf Fett fährst, dann leidet der Motor drunter. Ich fahr so lange nicht mehr auf Fett. Ja, einmal kaputt, immer kaputt. Pass auf, Leon, jetzt. Mach ruhig. Jawohl, das geht vorbei. Jetzt hat er Stefan, oder? Hey, hey. Steffo? Ja? Bitte? Naja, nur mit der Ruhe. Hey, Leon ist da. Mhm. Okay. Fair fight. Fair. Guck mal, auf der gerade. Kommt mir falsch auf die Rolle. Warte, warte. Ja, du hast jetzt die 330. Ja, aber eben. Was Leon packt. Okay, ja, Leon ist jetzt schon bei 330. Ja, guck mir jetzt mal zu auf dieser Kran da. Wie lange der braucht, um überhaupt mal auf die 300 zu kommen. Also ich habe 340 gehabt. Ich bin bestimmt echt mit dem Auto. Komm, Leon, mein jetzt. Hagefall. Das ist deine Chance, das ist deine Chance. Patricks Bruder macht Stand. Ich bin gleich hier auf der Karte, ich bin hier. Nee. Der klingt auch nicht mehr so schön von der Übertragungskamera. Ja, das stimmt allerdings. Der geht mir gleich hoch. Nee, das wird nicht passieren. Jetzt guck mal hier auf der Karte. Leon, alles gut bei dir? Hoch. Fairlight ist kassiert. Weil der wollte mich da wieder, der Picker. Nee, ja, alles gut, ist egal. Dann lass dich wieder ransaugen. Du bist auf jeden Fall dran. Alter, was ein geiles Rennen gerade. Ja. Also, Leon fährt auf der Geraden einfach mal 15 km/h schneller wie Pablo. Ja, ich muss ja. Ja, okay, aber mit dir ist. Ja, gut, Topspeed ist ja Topspeed. DRS heißt ja nur, dass der Schalter auf Topspeed kommt. 15 km fehlen dem Patrick definitiv an Leistung. Man muss auch let's fighten. Also die letzte Runde wird, glaube ich, richtig spannend, ey. 3 Runden, wie weit ist Leon weg? 9 Sekunden. 9 Sekunden. Er holt brutal gut auf. Mag ich trotzdem nicht. Probier's doch einfach. Ja, ich versuch's ja. Du kriegst das hin. Das hat er schon nervös, jetzt ist so sieg. Ja, die fliegt Motorreifen, einfach. Servus, Ray. Ja, es ist doch okay, aber trotzdem hat Leo die Chance jetzt gerade das Ding zu gewinnen, obwohl er nochmal funktioniert. Alles klar, Kai. Und viel Spaß. Wie weit bist du bei Windomation? Ich bin halt nur mal momentan für Leon, weil es für meine Punktebewertung ist es nicht schlecht. Ich denke einfach, dass sie sich jetzt dann überholen werden und dann schießt einen anderen ab und Stefan gewinnt das Ding. Das wäre natürlich. Ich meine Playstation ganz aus ehrlich. Und schalte sie nie wieder ein, wenn der Red Bull auf einsteht. Ganz ehrlich, wenn der mit dem Red Bull gewinnt, war das mein letztes Mal. Ach, hier geht's mir alle auf den Sack mit eurem scheiß Red Bull. Meine ja, Scheiße. Auch scheiße. Ihr seid scheiße. Ich will nur, dass das Auto auf dem Podium steht, das macht mich gerade schon gefährlich. Tja, selbst schuld, wenn hier rausliegt. Das stimmt allerdings. Dafür hast du zwischenzeitlich mal 7 Rennen in Folge nicht beendet. Ja. Da also wäre ich aber auch nicht. Der Stefan hat dieses Jahr eine gute Row hingelegt in Sachen Ausfall. Ja. Bootsersteine. Jerry Baku Level. Hätte ich das gewusst, dass ja. Er da. Da hätte ich vielleicht doch. Da hinten kommt er schon. Da hinten kommt er schon. Oh, Alter, das wird eine harte letzte Runde. Das ist bloß die Frage, wer hat wie viele Zeitstrafen und wie hoch? Gar nicht. Ja, Leon hat... Okay, das spielt natürlich Patrick in die Karten.
Aber trotzdem, Leon, wenn du das als erster durchs Ziel bringst, dann Chapeau. Auch wenn du dann die 30 Sekunden Zeitstrafe hast, aber... Ja, so wie der gerade fährt, holt er auf die Runde noch irgendwo 3 Sekunden raus. Ah, alles klar, okay. Da müsste Patrick jetzt irgendwo Mist bauen. Oh, 3 Sekunden Zeitstrafe. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Den kriegst du jetzt da, jawohl. Jawohl, da ist er dran. Patrick fährt Kampflinie. Patrick fährt Hartkampflinie. Nein! Was und Patrick dreht Leon. Ja, ich hab einen Platten. Haut euch gegenseitig raus. Jawohl. Jawohl, Alter, ihr bringt es echt noch so weit, ey. Alter! Hey! Servus! 21, 22, 3. Leon hat gewonnen! Ja! 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 Dritter, Jebo! Damit sich auch mal jemand zeigt für mich. Ja! Ja! Fucking gun! Was für ein. Ja! Was für ein Rennen! Im letzten Rennen haut Patrick, der letzte Runde haut Patrick Leon ab, schießt Patrick Leon ab und kriegt einen Platz. Oh. Ich weiß, warum ich ihn abgeschaltet habe, weil mir genau in der Kurve der Reifen geplatzt ist. Ach ja! Echt? Oh. Ja! Deswegen bin ich da so weit rausgekommen, deswegen hat man ja auch so den abgetroffen. Deswegen hast du die Zeitstrafe bekommen. Und dann, ja, und dann ballert die sich nochmal in der letzten Kurve, ey. Oh, Alter, ey. Wäre da Steppo mit dabei gewesen, der hätte gewonnen. Nee, du weißt, was vor mir. Also ich wäre Zweiter gewesen. Nee, ich meine, ja, das ist gelaufen, Patrick. Ach so, dann wäre es natürlich geil. Wenn du einmal 12 Punkte holen, dann ist es durch. Jo, Nico, hab ich bald. Alter, und dann GZ an Leon, also muss man mal sagen, ne? Oh, danke. Konsequent durchgezogen. Ohne Björn wäre das nicht möglich gewesen. Starkes Rennen. Danke an Björn. So, dann mache ich die Übertragung mal platt, ne? Tschüss.